Ich stelle mir vor, dass wir in Zukunft optimal aufgestellt sind in der Gesundheitsversorgung, ein ganz engmaschiges Netz haben, gerade in den Stadtteilen, eine enorme Erhöhung von Ausbildungsplätzen und attraktive Angebote, um das für die Leute hier auch in den Stadtteilen, aber auch in der Mitte zu gewährleisten. Ich bin Claudia Bernhard. Ich kandidiere für die Linke auf Platz 2. Ich bin seit 2019 Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. Gesundheitsversorgung ist nicht einfach der Arztbesuch. Nein, das fängt bei der Prävention an. Das geht um Jugendliche, es geht um Kinder, es geht um die Familien, es geht um Alleinerziehende. Wir sind hier aktuell auf dem sogenannten Hulsberg-Gelände. Hier gibt es das KBM, das heißt das Krankenhaus Bremen-Mitte. Und hier gibt es ganz viel, was an städtebaulichem Umbruch ist. Und es ist für mich von besonderer Relevanz, weil wir hier beispielsweise die erste Corona-Teststation hatten. Gleichzeitig wollen wir hier aber ein Ausbildungszentrum entwickeln, sodass wir praktisch die gesamten Pflegeberufe hier auch abbilden können, die gleichzeitig einen hohen Praxisanteil haben. Und deshalb glaube ich auch, dass wir in diesem Gelände eine Zukunftsvision verwirklichen können, die es sonst nicht gibt.